Hi, hier ist Florian Friedrich von Florians Bassunterricht. In diesem Video geht es um Triolen. Das Wort Triole bedeutet, wie der Name Tri schon sagt, drei. Und damit ist ganz einfach gemeint, dass du drei Noten anstelle von zwei spielst. Allerdings in der gleichen Zeit. Nimm zum Beispiel mal die Achteltriole. Wie du weißt, passen in die Länge einer Viertelnote zwei Achtelnoten. Und jetzt spielst du aber nicht zwei Achtelnoten, sondern drei. Du teilst die Dauer der Viertel also in drei gleiche Teile. Wenn du zum Beispiel eine Basslinie mit einer Viertel- und zwei Achtelnoten abwechselnd hast, dann klingt das so. Jetzt spiel anstelle der zwei Achtelnoten einfach eine Achteltriole, also drei Achtel anstelle von zweien. Und dann klingt das so. Du hörst, du spielst jetzt drei Noten in der Zeit, in der du zwei gespielt hast. Du spielst also eine Triole, eine Achteltriole. Achte darauf, dass du die Triole auch wirklich gleichmäßig als Triole spielst, also die drei Noten alle die gleiche Länge bekommen. Schön regelmäßig. Und nicht unregelmäßig, wie zum Beispiel so. Denn oft denkst du, dass du dich beeilen musst, um drei Noten in den Viertelwert zu bekommen. Und dann spielst du die Triole zu schnell. Aber du hast mehr Zeit, als du denkst. Also verteil die drei Achtelnoten regelmäßig zwischen den beiden Klicks. Im PDF habe ich dir ein paar super Übungen aufgeschrieben, um das Feeling und das Timing von schön gleichmäßigen Triolen zu lernen. Du kannst zum Beispiel einfach, wie du es auch schon kennst, eine gleichmäßige Basslinie mit einfachen Achteln spielen. Und wichtig dabei ist, du tippst jetzt die Viertel mit deinem Fuß mit. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und dann betonst du einfach mal jede dritte Note. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Erstmal einen Riff über zwei Takte und dann betonst du wieder die 1 des Taktes. Und du tippst immer noch die Viertel mit deinem Fuß mit. Spiel das mal für eine Weile, bis du das richtige Feeling für diese Dreiergruppierung bekommst. Denn das sind jetzt noch keine Triolen. Wichtig dabei ist, dass dein Fuß immer auf den Vierteln tippt. Und dann kommt jetzt der Trick, dein Fuß wechselt jetzt ebenfalls auf die betonte Note. Immer die erste der drei Noten. Und du hörst und du fühlst auch auf einmal, dass du Triolen spielst. Und zwar schön gleichmäßig. Und nach einer Weile wechselst du wieder zurück. Dein Fuß tippt jetzt wieder auf den ursprünglichen Vierteln. Das ist eine super Übung, um eben Triolen schön gleichmäßig spielen zu lernen. Üb das am Anfang vor allem langsam, um deinen Fuß gut unter Kontrolle zu kriegen. Ich habe dir aber auch noch weitere Übungen aufgeschrieben. Das PDF mit den Playalongs und den Übungen kannst du dir wieder unter diesem Video auf floriansbassunterricht.de runterladen. Okay, was du also hier gerade bei dieser Übung gemacht hast, du hast eigentlich das Tempo deines Klicks, also deines Fußes verändert. Von dem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 hast du das gemacht. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dein Klick bleibt zwar auf dem Viertelbeat, aber das Tempo wird dadurch eben langsamer, damit jetzt drei Achtelnoten in die Dauer einer Viertel passen. Wie gesagt, damit lernst du die Regelmäßigkeit und die Gleichmäßigkeit der Triolen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Triolen mit anderen Notenwerten, zum Beispiel Vierteltriolen. Davon passt dann also eine Vierteltriole, also drei Viertelnoten, in die Länge einer halben Note. Nur eben sozusagen ausgezoomt. Um mal eine Übersicht zu bekommen und zu gucken, wie sich die verschiedenen Triolen anfühlen, kannst du jetzt mal alle Triolen hintereinander spielen. Das Tempo bleibt jetzt immer gleich. Erst eine halbe Triole, davon passt eine in einen Takt.
dann Vierteltriolen, davon passen zwei in einen Takt, dann Achteltriolen, davon passen vier in einen Takt. Und für Sechzehnteltriolen ist das Tempo jetzt ein bisschen schnell, um es gut zu hören, aber davon passen acht in einen Takt. Wenn man Triolen aufschreibt, dann macht man das bei Noten ohne Fähnchen mit einer kleinen Klammer und einer 3. Und bei Noten mit Fähnchen bzw. Notenbalken kann man die Klammer eventuell auch weglassen und nur eine kleine 3 schreiben. Wichtig ist, dass deutlich wird, was gemeint ist. Und das war's eigentlich auch schon. Das Coole an Triolen ist, dass sie ein bisschen schneller und eben ein bisschen spektakulärer klingen, weil du eben 3 Noten anstelle von 2 spielst. Und gerade beim Slappen kannst du das besonders gut anwenden, da du da super mit Dead Notes und eben einem perkussiveren Sound spielen kannst. Ich gebe dir nochmal ein Beispiel. Na dann mal los, lade dir das Download-Paket unter diesem Video runter. Und falls du Fragen oder Kommentare hast oder vielleicht gute Beispiele für Basslinien mit Triolen, dann schreib es mir einfach ins Kommentarfeld auch unter diesem Video. Und vergiss nicht, auch meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß!